Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg Kapitel 1 Eine zweite Chance. Der Regen prasselte auf die Windschutzscheibe von Kels Auto. Die Sonne verschwand bereits hinter dem Horizont. Ein weiterer langer Tag war zu Ende. Wieder einmal kehrte er zurück von seinen alltäglichen Pflichten. Und wie jeden Abend war er vollkommen energielos. Es war einfach viel zu viel. Weshalb musste er all diese Scheiße Tag für Tag machen? Eigentlich kannte er die Antwort doch. Akzeptieren wollte er sie deswegen lange nicht. Die Scheibenwischer waren im Vollbetrieb. Doch selbst so war es schwer für ihn, die Straße wirklich zu erkennen. Der Sturm herrschte bereits seit dem Nachmittag über die ganze Region und Kels Hoffnung, dass er bis zum Abend geschwunden sein könnte, waren offensichtlich umsonst gewesen. Aber die Dinge liefen ohnehin sehr selten so, wie Kel es wollte. Er wollte nun nur noch in sein bescheidenes Heim ein spärliches Mahl zu sich nehmen, vielleicht ein Video ansehen und anschließend bereits schlafen gehen. Nur, um die exakt selbe Routine am nächsten Tag wiederholen zu können. Tief im Inneren wollte er nicht wieder zurück zu seiner Wohnung, da sie für ihn einfach nichts war, als ein Zeichen der ständigen Wiederholung. Oft fühlte es sich einfach an, als hätte der junge Mann sein Leben nicht selbst unter Kontrolle, sondern als würde eine Art Autor die Geschichte seines Lebens verfassen. Versunken in düsteren Gedanken fuhr Kel weiter durch die kleinen Ortschaften, die zwischen ihm und seinem Heimatdorf lagen. Dort lebte er inzwischen seit 3 Jahren alleine. Er hasste alles an dem Dorf und an der Wohnung. Doch das Geld für einen Umzug hatte er nicht. Das Wetter war wahrlich nur die Spitze des Eisbergs. Doch auch an diesem Abend sollte das Leben wieder einmal nicht so laufen, wie Kel es selber wollte. Weiter fuhr er durch die Ortschaften. Weiter und weiter. Immer tiefer versunken. In seinen eigenen Gedanken. Die Sicht auf die Straße immer eingeschränkter. Bis geschah, was geschehen musste. Ein lauter Knall schallte durch den gesamten Ort und schreckte die ahnungslosen Bewohner in ihren Häusern auf. Ein anderes Fahrzeug war mit Kel kollidiert. Sein Sichtfeld schien dunkler zu werden als noch zuvor. Leiser und leiser wurden die panischen Rufe. Immer unverständlicher ihre Bedeutung. Nur eines hörte Kel noch, bevor sie vollkommen verstummten. Fahrerflucht war das Wort, doch was genau dies für ihn bedeutete, war in diesem Moment egal. Ein ganz anderer Ort. Hör zu, ich habe es dir bereits einmal erklärt. Du kannst nicht der Ringkampfliga beitreten, wenn du nicht mal einen einzigen Teampartner hast. Kann ich mich denn nicht einfach registrieren und mit jemand anderem zusammentun lassen? Es ist ja wohl nicht unser Job, dir einen Teampartner zu finden, wenn du selber dazu nicht in der Lage bist. Nicht zum ersten Mal erklang ein derartiger Dialog aus einem Büro innerhalb eines prunkvollen Gebäudes in einer prunkvollen Stadt. Erzürnt trat ein schneeweißer Fuchs aus der Tür des Raumes. Und komm ja nicht nochmal mit deinen Belangen hierher, solange du keine Freunde findest. Beinahe jede Woche verlief es wieder. Jede Woche dasselbe. Und doch wussten beide Seiten, es würde sich weiter wiederholen. Wieder und wieder. Sollte sich nicht etwas Bedeutendes ändern? Jede Woche sagen sie mir nur dasselbe. Wieso verstehen sie denn nicht, dass manche es einfach schwerer haben mit anderen Pokémon? Die elegante Füchsin trat aus dem großen Gebäude, dem zentralen Organisationsbüro der Ringkampfliga des Kontinent Berelo. Hier in Kiratown war es nur eines von vielen massiven Gebilden. Und doch schienen all die anderen so irrelevant. Jedes Pokémon, das etwas von sich hielt, wollte der Liga beitreten und
Großes erreichen. So auch Aurora. Aurora war ein schneeweißes Vulpix, welches schon seit Monaten versuchte, irgendwie ein Teil der Liga zu werden, doch jedes Mal aufs Neue scheiterte. Dadurch, dass niemand mit ihr zusammenarbeiten wollte. Demotivieren ließ sie sich jedoch nicht. Zumindest ließ sie es sich nicht anmerken. Schon immer wollte sie die größte Kämpferin des Kontinents und der gesamten Welt werden. Und wenn sie der Liga nur beitreten könnte, sie alle würden sehen, was in ihr steckte. Doch für diesen Tag musste sie es wieder aufgeben. Es hatte keinen Sinn, Monagoras und Amagaga weiter zu belästigen. Die beiden Gesteins-Pokémon waren bereits seit Jahren hoch anerkannte Kämpfer. Doch vor allem waren die beiden die Gründer der Ringkampfliga hier in Kira Town. Deswegen konnte Aurora auch keine Kämpferin werden, wenn diese beiden es nicht zuließen. Für den Tag würde sie noch einen Spaziergang machen und dann wieder zurückkehren in ihr bescheidenes Haus am Stadtrand. Kira Town war ein Ort, den jeder Bewohner Berelos anstrebte zu erreichen. Eine Metropole, welche wahrlich Chancen für jeden bot. Und auch die Natur in der Region war ein Artefakt der Vergangenheit, welches Aurora nur zu gerne genoss. Fand sie denn die Zeit hierzu? Große Seen, strömende Flüsse, tiefe Wälder, massige Berge und der weite Ozean waren alle in nur Minuten zu Fuß zu erreichen. In der Regel begab Aurora sich immer nach ihren Streits mit Monagoras und Amagaga zu einem großen Waldsee, den die ersten Bewohner Kira Towns den Polarsee tauften. Weshalb? Das wusste Aurora schon lange. Solange sie den See jederzeit besuchen könnte, um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen, war es aber auch vollkommen egal, woher er seinen Namen hatte. Was zählte, war die Ruhe der Natur an diesem Ort der Schönheit. Es dauerte nur Minuten, bis sie wieder an ihrem Lieblingsplatz zwischen einigen Büschen, versteckt am Rande des Wassers saß. Die Luft war frisch, die Stille erquickend. Für einen kurzen Moment überlegte Aurora, ihre innere Hitze zu ersticken, indem sie kurz eine Runde im eiskalten Wasser schwamm. Dies war der eine Grund, den Aurora sich vorstellen konnte, weshalb der See seinen charakteristischen Namen trug. Aufgrund der immer niedrigen Wassertemperatur. Für ein Eis-Pokémon wie sie war dies aber noch nie ein Problem gewesen. Auch an diesem Tag entschied sie sich schnell dafür, kurz in die glasklaren Tiefen einzutauchen. Meistens half dies, damit sie auf andere Gedanken kommen konnte. Irgendwann würde sie der Liga beitreten können, da war sie sich sicher. Aber es gab ohnehin auch mehr als genügend andere Dinge, um die sie sich sorgen könnte. Als wollte das Schicksal selber ihr diese Botschaft überbringen, blitzte wie aus dem Nichts der blaue Himmel auf. Das grelle Licht schien alles zu durchdringen. Und kurz erkannte Aurora die Welt um sich herum nicht mehr. Als ihre Vision langsam wiederkehrte, entschied sie sich, das Wasser möglichst schnell zu verlassen. Zwar war die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Plothole in naher Zeit sehr unwahrscheinlich, doch es war unnötig, ein Risiko einzugehen. Aurora selber hatte natürlich sofort die Herkunft des gellenden Lichtes erkannt. Oft traten sie auf, seit vielen Jahren, und keiner war in der Lage, sie irgendwie zu stoppen. Wie Verzerrungen in der Realität beeinflussten die Plotholes jedermanns Leben. Nun wieder mit etwas besserer Laune stieg Aurora aus dem Wasser, wobei die Tropfen an ihrem Fell sofort gefroren und zersprangen, als sie aus dem Fell herausfielen. Während sie sich noch einmal hinsetzte, überlegte sie bereits, was wohl dieses Mal während dem Blitz geschehen war. In diesem Moment war es, als sie eigenartige Geräusche im Gebüsch hörte. War jemand anderes hier? Es war schon vorgekommen, dass sich auch andere Pokémon hier aufhielten. Der Regelfall war es jedoch nicht. Und erfreut war Aurora auch nie wirklich gewesen. Ist da irgendjemand? Für einen Moment ertönten keine Geräusche mehr, doch schneller klang wieder etwas. Es war jedoch keine direkte Antwort. Eher klang es wie ein schmerzverzerrtes Aufstöhnen.
Zunächst zögerlich entschied sich das Vulplix letztlich dazu, den Geräuschen nachzugehen. Was, wenn es ein verletztes Pokémon war? Vielleicht war es aufgrund des Plotholes hier. Es war nur eine Frage von Minuten, bis Aurora nicht weit entfernt von ihrem Lieblingsplatz, inmitten des Laubes auf dem Boden, ein Pokémon fand. Es wirkte äußerlich nicht unbedingt verletzt, doch extrem verwirrt und erschöpft. Was bist du? Eine wohl höflichere erste Frage war schwer vorstellbar. Ein Vulpix, was sonst? Was machst du denn hier? Ein was? Irgendwo habe ich das schon einmal gehört. Bereits nach zwei Aussagen des Gegenübers war Auroras gesamtes Interesse an einem Dialog bereits geschwunden. Ein Vulpix? Das Pokémon? Gibt es in zwei Varianten? Hast du dir irgendwie den Kopf gestoßen? Erinnerungen schossen in das Gedächtnis des Fukano zurück. Vulpix, ich... Das macht keinen Sinn. Ich träume wohl immer noch. Kurz dachte Aurora darüber nach, einfach zu gehen. Doch irgendwo in sich fand sie doch Mitleid für das verwirrte Wesen. Was ergibt denn daran keinen Sinn? Also zumindest wo ich herkomme, sind Pokémon nicht real. Dort, wo er herkam? Auroras Interesse war wieder geweckt. Was meinst du? Wo kommst du denn her? Also, ich bin ja ein Mensch und von dort komme ich auch. Da, wo die Menschen leben. Ein Mensch? Was soll das sein? Es war eindeutig, dass keine der beiden Parteien sich einen Reim auf das Gerede des jeweils anderen machen konnte. Vergiss es am besten. Endlich rappelte das Fukano sich zitternd auf. Gibt es irgendwo hier eine Gilde oder so etwas? Eine Gilde? Nein, aber es gibt die Kampfliga. Vielleicht können Amagaga und Monagoras dort irgendeine Verbindung zu jemandem herstellen oder dir selber helfen. Und wo ist das? Erst wollte Aurora dem Fukano schlicht die Richtung weisen und ihre eigenen Wege gehen, doch sie entschied sich anders, als sie die unsicheren Schritte sah. Folge mir, vielleicht können sie dir ja weiterhelfen. So machte sich Aurora ein weiteres Mal auf, zur Zentrale in Kiratown. Dieses Mal jedoch, ausnahmsweise mit einem anderen Ziel als die anderen Male. Dieses eine Mal war sie nicht für sich selbst dort. Wer bist du eigentlich? Ich habe es doch schon gesagt, ein Mensch. Was auch immer das ist, das weiß ich. Habt ihr dort keinen Namen oder so etwas? Ach so, doch haben wir. Mein Name ist Kel. Kel? Ein sehr eigenartiger Name, doch. Aurora entschied sich, die Sitten dieser seltsamen Wesen, die diese Menschen wohl waren, nicht zu beurteilen. Alles klar, ich bin Aurora. Kannst du mir irgendetwas über diese Menschen oder ihre Welt erzählen? Ich habe davon noch nie etwas gehört. Für einen Moment zögerte der ehemalige Mensch, bevor eine Antwort kam, welche Aurora nicht erwartet hatte. Im Prinzip erinnere ich mich an gar nichts, nur zwei oder drei vereinzelte Sachen, die dir allerdings nicht helfen würden. Wirklich? Du hast alles vergessen. Bist du dir sicher, dass das Plothole dich nicht einfach verwirrt hat und du ein normales Pokémon bist? Was soll mich verwirrt haben? Du nutzt ständig Worte, die mir nichts bedeuten. Es war etwas frustrierend für Aurora, doch musste sie einsehen, dass ihre Erklärungen gegenüber dem Fukano wohl deutlich ausschweifender sein müssten als das, was sie gewohnt war. Ich erkläre es dir später, okay? Lass uns erstmal zum Ligaturm gehen. Aber was hast du denn dort überhaupt vor? Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass Amagaga oder Monagoras etwas über deine Spezies oder gar deine Heimat wissen. Ansonsten hätte ich bestimmt auch schon einmal davon gehört. Wieder einmal zögerte Kel mit seiner Antwort. Ich gehe sowieso nicht dorthin, um zurückzukehren. Ich möchte mir nur irgendwie erklären können, was geschehen ist und danach, was auch immer, irgendwie werde ich wohl die zweite Chance nutzen, die mir das Schicksal gegeben hat. Eine zweite Chance?
Wozu brauchst du das denn? Hast du dein Leben in dieser anderen Welt nicht gemocht? Als Aurora hörte, was ihr Gegenüber zu sagen hatte, war sie schockiert, dass er gerade dieses Mal nicht zögerte. Diese jämmerliche Existenz habe ich gehasst und sie mich auch. Ich war glücklich, als es geendet ist. Ich habe meine Welt verlassen, weil ich gestorben bin und ich habe es genossen. Und jetzt bin ich in einer anderen Welt gelandet und hoffe einfach, dass mein Leben nicht wieder so eine Hölle wird. Gestorben? Viele Dinge hatte Aurora bereits erlebt, seitdem die Plotholes die Welt beherrschten, doch nie zuvor hatte sie ein derartiges Pokémon getroffen. Konnte überhaupt etwas Gutes dabei rauskommen, dieses Pokémon zu begleiten? Ehrlich gesagt, glaubte Aurora kaum daran.